Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und das ist wieder mal eine kleine News-Folge, beziehungsweise heute kommt natürlich auch noch das zweite Kapitel vollständig. Es hat ja jetzt ein paar Tage gedauert, wie ihr seht. Drehe 5 Stops hintereinander, 5 Raids gewinnen, 4 von 5 bin ich. Ich könnte jetzt natürlich einen Stop hier drehen, dann habe ich das fertig, aber das wollen wir heute Nachmittag machen. Beziehungsweise kommt das, wie gesagt, im Laufe des Tages, Kapitel 2 fertig gemacht und dann jeden Tag die restlichen Kapitel, einen Tag für Kapitel 3, 4, 5, 6. Ihr kennt das ja, das wollen wir immer so Stück für Stück machen. Jetzt habe ich aber was gefunden, die Kollegen von Go Games haben was gepostet und zwar: Dieser Trick verdoppelt eure Kilometer. Ihr wisst ja, es gab immer die Belohnungen für 50 gelaufene Kilometer pro Woche, wurde dann erhöht. Man kann also auch für 100 Kilometer pro Woche Belohnungen erhalten, was meistens dann im vermehrten Sternenstaub zu finden ist. Es äußert sich im vermehrten Sternenstaub, was natürlich richtig genial ist. Und manche haben vielleicht Probleme, die 100 Kilometer zu schaffen. Und Go Games sagt uns jetzt, sie haben einen Trick, wie ihr ganz leicht eure Kilometerdistanz verdoppelt. So müsst ihr theoretisch nur 50 Kilometer laufen, habt aber trotzdem die 100 Kilometer geschafft. Dieser Trick verdoppelt eure Kilometer. Bla bla bla. Mehr Distanz mit Abenteuer Sync. Abenteuer Sync ermöglicht euch mit Hilfe von Google Fit oder Apple Health, auch ohne Pokémon geöffnet zu haben, Eier auszubrüten, Distanzen zu sammeln. So viel sollte bekannt sein. Mit Hilfe von Abenteuer Sync könnt ihr eure gelaufenen Distanz nahezu verdoppeln. So einfach geht es. Während ihr tatsächlich Pokémon Go spielt, also die App geöffnet habt, schaltet ihr Abenteuer Sync aus. Schaltet ihr das auch immer aus? Habt ihr das an? Ich mache es eigentlich immer aus. In letzter Zeit habe ich das gar nicht mehr benutzt, egal ob ich die App auf habe oder zu habe. Somit wird die gelaufene Distanz ausschließlich innerhalb von Pokémon Go ermittelt. Ist ja klar. Wenn ihr Pokémon Go auf habt, dann braucht ihr das nicht mitzählen bei eurem Schrittzähler in dem Moment, sondern ihr könnt das ausstellen. Ihr lauft im Spiel die direkten Kilometer mit der App. Eure systemeigene App, Google Fit, Apple Health, was auch immer, zeichnet eure gelaufene Distanz in dieser Zeit jedoch ebenfalls auf. Also im Hintergrund wird trotzdem auf dem Handy gespeichert, wie viel Schritte, wie viel Meter, wie viel Kilometer ihr zurücklegt. Normalerweise würden Pokémon Go und die systemeigene App im stetigen Austausch stehen und immer wieder die Distanz abgleichen. Wenn die Verbindung zwischen den beiden Apps aber nicht besteht, da ihr Abenteuer Sync ausgeschaltet habt, zählen beide Apps ihre Distanzen separat auf. Das ist eigentlich der ganze Trick, dass ihr eben diese Strecke lauft, die wird euch erst in Pokémon Go zugeschrieben und dann verbindet ihr das und nachträglich wird das, was ihr eigentlich mit Pokémon Go schon gelaufen habt, über die Abenteuer Sync Funktion von eurer Health App nochmal mit ins Spiel reingerechnet. Wenn ihr nun zu Hause angekommen seid, schaltet die Abenteuer Sync wieder an und ihr erhaltet kurz darauf die gesamte Strecke von Google Fit oder Apple Health zusätzlich angerechnet. Ihr habt somit eure Distanz in etwa verdoppelt. Wichtig ist, solltet ihr zumindest einmal täglich die Funktion Abenteuer Sync nach dem Spielen eingeschaltet haben, um die volle Distanz des jeweiligen Tages einzusacken. Also am besten abends, wenn ihr wisst, ihr geht eh nicht mehr in die App normalerweise oder ihr legt euch jetzt schlafen. Verbindet das kurz, dass alles, was an dem Tag ihr gemacht habt und alles, was eure Health-App gesammelt hat oder eure Google-Fit-App, dass es das aufs Spiel überträgt. Und dann könnt ihr das natürlich mitnehmen zu dem, was ihr am Tag in Pokémon Go direkt gelaufen habt. Gilt natürlich auch in Kombination mit Eiern. Tipp für das Ausbrüten von Eiern: Diese Taktik könnt ihr auch nutzen, um mehr Eier auszubrüten. Ihr könnt beispielsweise ein 5-Kilometer-Ei komplett mit der Pokémon Go-App ausbrüten. Also etwas mehr als 5 Kilometer laufen, wenn das Ei frisch in die Brutmaschine gesteckt wurde, anschließend ein zweites 5 Kilometer Ei in die Brutmaschine stecken und dann Abenteuer Sync einschalten. Das zweite 5 Kilometer Ei sollte dann nahezu sofort schlüpfen. Das ist schon ein bisschen cheaten, aber ist natürlich möglich. Wird ja so geboten, ihr könnt ja auswählen in Pokémon, ob ihr das verbinden wollt oder nicht. Und wenn das alles über die eigenen Apps, die dafür zuständig sind, so gemacht wird, kann man das natürlich nutzen. Insbesondere sonntags könnt ihr dies ausnutzen, um für Montag einen Eiplatz frei zu machen für die Eier aus der Abenteuer Sync Belohnung. Und das ist auch wichtig, denn wenn ihr zwei Plätze frei habt, kriegt ihr ja meistens ein 10er Ei und
ein Fünfer-Ei. Wenn ihr nur einen Platz frei habt, kriegt ihr nur eins von beiden oder gar nichts, wenn ihr Pech habt. Ist aber ganz korrekt, da sind ja eigentlich immer coole Pokémon drin. Und gerade jetzt aus der 5. Generation haben sie da, glaube ich, auch wieder welche reingeschmissen. Und die Eier lohnen sich meistens. Wer also bislang Probleme damit hatte, die 100 Kilometer oder auch die 50 Kilometer pro Woche zu laufen, der kann mit diesem einfachen Trick viel Wegstrecke sparen und dennoch alle Belohnungen abholen. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr das ausprobiert, ob ihr das schon ausprobiert habt, ob ihr das schon kanntet oder ob ihr noch andere coole Ideen habt, wie man locker die Distanzen schafft. Manche kennen da auch andere Tricks mit Handy schütteln und so weiter, um Eier auszubrüten und Kilometer zu laufen. Oder manche reden auch von Handy wippen. Da möchte ich aber jetzt nicht näher drauf eingehen. Denn das wollte der Kollege BisaFanTV ja nochmal in einem Video erläutern. Dann haben wir aber noch was anderes, nämlich Go Games. Wir haben nicht nur das, es gibt auch schon wieder ein neues Event und einen neuen Raid-Tag und ein neues Shiny. Und hier steht schon auch dabei, enttäuschend. Das gucken wir uns aber jetzt mal an. Was ist denn das hier unten? Geh mal weg. Entwicklungsevent und Raid-Tag und ein neues Shiny. Also wir wussten, okay, das das Family-Event, das Freundefest, wie auch immer alles, ist vorbei gewesen. Und es dauert natürlich nicht lange, bis was kommt. Wir warten natürlich immer noch direkt auf das, was Weihnachten kommt. Ob es dann Daniaplex mit dieser Rudolf-Verkleidung gibt und auch als Shiny. Ob es Pikachu endlich mit dieser Wollmütze gibt, was ja schon damals kurz nach Weihnachten im Code gefunden wurde. Jetzt kommt aber erstmal ein Entwicklungsevent. Und dazu gibt es hier natürlich auch wieder Infos. Pokémon, die sich auf besondere Wege entwickeln, erscheinen häufiger in der Wildnis, in Raids und in Feldforschungen. Genannt werden Onyx, Evoli, Roselia, Burmi, Sichloschlurp, Togetic und Drassler erscheinen in Raids, Rabauz, Barschwa, Burmi und Vonera in 2 Kilometer Eiern, Entwicklungsitems in Feldforschungen und es gibt ein neues Shiny, und zwar haltet euch fest, Shiny Burmi, das wohl nutzloseste, sinnloseste Shiny überhaupt, denn ihr seht ja auch schon, die Shiny Burmi Familie, die sehen im Prinzip genauso aus wie die Normalformen. Die schillernden Burmi und Burmadam sehen fast völlig identisch aus und unterscheiden sich lediglich durch eine leicht bläuliche Färbung der sonst schwarzen Haut. Also das sind Sachen, die kann man sich eigentlich wirklich sparen, aber die müssen zur Vollständigkeit natürlich auch ins Spiel gebracht werden. Einen Unterschied gibt's, den seht ihr hier, lediglich Motervil unterscheidet sich farblich klar von seiner herkömmlichen Variante. Wichtig, nur männliche Burmi entwickeln sich zu Motervil. Weibliche Burmi werden zum jeweiligen Burmadam mit entsprechendem Umhang. Wenn ihr also die ganzen Familien haben wollt, müsst ihr mindestens 7 Shinies fangen, dass ihr die ganzen 3 Burmis habt, die ganzen 3 Burmadams und ein Motervil. Und das ist natürlich eine Wucht. Mal gucken, ob Burmi dann wirklich häufiger erscheinen, ob das überall sitzt oder ob das trotzdem wieder seltener ist und dafür die Shiny-Rate erhöht ist. Das ist interessant, wäre auch cool, wenn das in einer Raids vorkommen würde. Dann wüsste ich, was ich mit den ganzen kleinen Accounts mache. Da würde ich nämlich wieder auf einer Raid Shiny-Jagd gehen. Dann gibt es natürlich noch andere Boni. Lockmodule halten 60 Minuten im Event, normalerweise 30 Minuten, jetzt 60 Minuten, also die doppelte Anzahl. Dann Glückseier, was es schon die ganze Zeit nicht mehr gab, doppelte Erfahrungspunkte. Für das Entwickeln von Pokémon gibt es während dem Event doppelte Erfahrungspunkte. Wer also fleißig Bonbons gefarmt hat und ein paar Pokémon aufgehoben hat, kann hier noch ein paar Level gut machen. Wer noch nicht Level 40 ist oder wer gerne sowieso Erfahrungspunkte sammelt, kann da ordentlich zuschlagen. Ich habe bestimmt schon seit 10 Jahren keine Entwicklungssession mehr gemacht, obwohl das damals immer das A und O war. Jeden Sonntag sich hinsetzen, alles durchentwickeln mit Glücksei. Und wenn doppelte EP waren für irgendwas, sich hingesetzt, stundenlang hin und her nur entwickelt und im Level aufgestiegen. Gab es aber dann schon ewig nicht mehr, meistens zu Thanksgiving. Außerdem erhaltet ihr Entwicklungsitems aus Raids. Ob es darunter auch Einhaltsteine geben wird, ist unklar. Und ja, Eventzeitraum natürlich Donnerstag. Der 5. Dezember, 22 Uhr, also heute Abend geht es los, ab 22 Uhr fängt das Ganze an, bis zum 12. Dezember, 22 Uhr, und es wird auch einen speziellen Raid-Tag geben. Und immer wenn ich Raid-Tag höre, da kriege ich Gänsehaut, wenn
wenn ich an Raid-Tage denke, das sind diese tollen Ereignisse, wo wir immer im Auto durch die Gegend ziehen, von Arena zu Arena zu Arena. Ihr kriegt 5 freie Pässe, es gibt irgendein legendäres als Shiny, ihr raidet, was das Zeug halt, ihr kriegt Sonderbonbons, ihr kriegt sonst was, keine Ahnung, ihr knallt da richtig drauf. Aber dieser Raid-Tag ist was ganz Besonderes, denn am Samstag, den 7. Dezember, also diesen Samstag schon, ne? Heute ist ja Donnerstag und diesen Samstag von 11 bis 14 Uhr findet ein Raid-Tag statt mit 9 verschiedenen Pokémon. Aber wenn man es ganz genau nehmen will, sind das eigentlich nur 3 verschiedene Pokémon, denn es handelt sich um Bisasam, Glumanda und Shiki in Level 1 Raids, Bisaknosp, Blutexe und Shillok in Level 2 Raids, Bisaflor, Glurak und Turtok in Level 4 Raids. Im Zeitfenster des Raid-Tags erhaltet ihr bis zu 5 kostenlose Raid-Pässe. Und wie das dann ist die ganzen 3 Stunden an allen Arenen sind also 1er, 2er und 4er Raids. Ihr habt also in diesem Zeitraum keine 3er und 5er Raids, wenn ich das richtig verstanden habe, habt aber trotzdem 5 kostenlose Pässe, die ihr verbrauchen könnt. Es gab nämlich schlaue Leute, die gesagt haben, ich werde die 5 kostenlosen Pässe einfach nehmen und verbrauchen für andere Raids. Ich mache dann einfach 5 5er in der Zeit, aber wenn das ein Raid-Tag ist, habt ihr ja wirklich nur in diesem Zeitraum diese 5 Pässe und könnt in diesem Zeitraum auch nur diese Raids machen. Ihr müsst euch also entscheiden zwischen Glumanda, Shiki, Bisasam oder den Weiterentwicklungen. Für manche vielleicht cool, wenn die sich jetzt ein Glumanda oder gehen wir mal gleich auf Glutexo, Shillok und Bisaknosp, wenn ihr euch da ein gutes aus dem Raid zieht und dann beim Dezember C-Day entwickelt, habt ihr ja nochmal die spezielle C-Day-Attacke von 2018. Das ist also das einzig Logische, was man machen kann, dass man halt, wenn man jetzt noch kein krasses Glurak mit Lore-Kanonade hat oder so, dass man sich jetzt aus dem Raid nochmal was rausholt. Wenn ihr natürlich jetzt ein Glurak aus dem 4er Raid holt, könnt ihr trotzdem am Community Day dem nicht die Attacke beibringen. Also ich weiß nicht, wozu die 4er Raids, außer ihr macht 5 Glurak Raids und fangen die alle mit gelber Beere, um ordentlich Bonbons abzukassieren, um das 100er Glumanda, was ihr sowieso schon auf der Hand habt, dann zu entwickeln. Ist auf jeden Fall komisch. Ich weiß nicht, was ich da machen soll an dem Tag, weil 5 Einer Raids machen hintereinander, 5 Zweier Raids oder 5 Vierer Raids. Am sinnvollsten wären 5 Vierer Raids eben für die Erfahrungspunkte und für die Sonderbonbons und den ganzen Mist. Aber 5er gibt's ja da wahrscheinlich nicht. Muss ich mal gucken, ob sich da eine Truppe findet. Und ja, dann steht nichts weiter da. Das ist eigentlich schon alles. Da ist noch ein eigenes Fazit von Go Games. Die doppelten Erfahrungspunkte für das Entwickeln von Pokémon haben schon sehr, sehr lange in Pokémon Go gefehlt, weswegen sich das Entwickeln für EP häufig nicht wirklich gelohnt hat. Leider gibt es inzwischen jedoch durch Freundschaft und Raids andere Möglichkeiten für das Sammeln von Erfahrungspunkten, die deutlich bequemer sind. Und das muss ich auch sagen, bequemer auf jeden Fall, denn es ist so anstrengend, wenn ihr da sitzt, das Glücksei reinhaut und dann wirklich eine Stunde lang immer so entwickelt, entwickelt, entwickelt. Und es entwickelt ja nicht so lange, dass ihr nebenbei ultra was anderes machen könnt. Und es ist auch nicht so kurz, dass ihr wirklich immer zu was zu tun habt. Ihr müsst schon warten, aber könnt nicht lange warten. Also das ist wirklich manchmal ultra nervig gewesen. Das aber auf jeden Fall alles dazu. Schreibt mal eure Meinung rein. Wie findet ihr das? Was haltet ihr von dem Raid-Tag natürlich? Findet ihr das genial? Findet ihr das interessant? Oder sagt ihr, kein Interesse, das braucht kein Mensch? Was machen die damit? Wie findet ihr die neue Shiny-Familie Burmy? 7 Stück, wenn ihr die Familie haben wollt. 3 Burmy, 3 Burmadamen und ein Moterbe. Und natürlich die restlichen Event-Boni mit den Lokmodulen, mit den Glückseiern. Ist ja eigentlich eine feine Sache, ist ja geschenkt, ist ja zusätzlich. Ich meine, Weihnachten wird sicherlich noch was richtig Krasses passieren. Das ist also die Aufwärmphase für Weihnachten. Da kommt also nochmal was richtig Krasses hinterher. Also seid nicht ganz so enttäuscht. Es zwingt euch ja keiner zum Spielen. Ihr müsst ja nicht übelst reinsuchten. Trotzdem neues Shiny im Spiel. Darauf werde ich mich konzentrieren. Und der Rest eigentlich, ja, Nebensache, so wie immer. Das war es aber von meiner Seite aus. Wie gesagt, heute kommt noch das Kapitel 2 online von der Spezialforschung und der Bierkalender müsste beim Türchen 5 heute angelangt gewesen sein. Morgen also Nikolaus, Türchen 6,
morgen dann auch das dritte Kapitel von der Spezialforschung. Und das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin wieder Peace out, Vorhaut, euer Ramsus.